Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig bei Optionsstrategien TV und in den nächsten Videos, die also in den nächsten Tagen und Wochen kommen werden, möchte ich euch immer mal wieder verschiedene Strategien vorstellen bzw. verschiedene Optionskonstrukte. Also beispielsweise, was sind Ratio Spreads, was sind Butterflies, was sind Leatherette Spreads und so weiter. Und damit wir diese aber dann auch richtig einordnen können, damit wir diese auch alle gemeinsam gut verstehen können, möchte ich euch heute als erstes einen Einblick geben in sogenannte P&L, also Profit- und Loss-Diagramme, weil diese Profit- und Loss-Diagramme sehr, sehr wichtig zum Verständnis der verschiedenen Kategorien oder beziehungsweise verschiedenen Strategien sind. Und deswegen gibt es heute mal eine Einführung in P&L-Diagramme. P&L-Diagramme. Man hasst sie am Anfang, später werden sie dann, wenn man ein bisschen länger im Optionshandel dabei ist, glaube ich, selbstverständlich. Aber gerade ich kann mich gut entsinnen, als ich das angefangen habe und ein guter Freund mir alles beigebracht habe, was ich heute über Optionshandel weiß, da hat er mir erzählt, als er damals seine Ausbildung an der Eurex gemacht hat, da hat man die Jungs tagelang gequält und die mussten ein P&L-Diagramm nach dem anderen zeichnen. Aber natürlich nur, damit man das Verständnis entsprechend dafür entwickelt. Und deswegen will ich euch heute auch diese P&L-Diagramme ein wenig nahe bringen. Viele Optionsprogramme, Optionssoftwareprogramme haben diese P&L-Diagramme integriert. Also beispielsweise OptionView oder auch die Plattformen wie von Sync or Swim. All diese haben das drin, das kostenfreie Hotlay-Tool, was es ja gibt. Und ich finde, zur Visualisierung sind diese P&L-Diagramme wirklich sehr, sehr hilfreich, gerade wenn man mal Anfang steht. Weil wenn man die ersten Optionen handelt, hat man oftmals noch nicht so die klare Vorstellung, wo geht denn jetzt mein Gewinn, wo geht mein Verlust los, wo komme ich in Bedrängnis. Und deswegen hier mal ein kleiner Einblick. Ihr seht hier so ein skizziertes P&L-Diagramm und ihr könnt euch im Grunde genommen vorstellen, das wäre ein ganz normaler Chart, den man einfach um 90 Grad gekippt hat. Und zwar sehen wir hier an dieser Achse, an der sogenannten X-Achse, sehen wir den Preis, und zwar den Preis des Underlyings. Und hier an der vertikalen Achse, also an der Y-Achse, da sehen wir den Profit und Loss. Alles, was hier oberhalb der Null ist, wäre also ein Gewinn. Alles, was unterhalb der Null ist, ist ein Minus. So, und je nachdem, was man eben jetzt für Optionsstrategien umsetzt, kann man hier entsprechend ein Diagramm abtragen und erkennt dann genau, wo sind denn jetzt hier die Gewinne und wo sind jetzt hier die Verluste. Und ich möchte am Anfang mal eine ganz simple Geschichte machen, nämlich, dass wir beispielsweise sagen, angenommen, wir verkaufen einen Put. Okay, wir verkaufen einen Put und sagen wir einen 90er Put. So, wenn wir einen 90er Put verkaufen, dann wissen wir doch, wir starten immer mit einer Prämieneinnahme. Okay, das heißt also, wir starten immer hier im positiven Bereich, oberhalb von 90, also hier sagen wir mal, das sind, was weiß ich, $200, okay? So, $200 kriegen wir hier bei 90. So, die bekommen wir hier. Und solange der Preis oberhalb der 90 bleibt, Short Put verkauft, wenn der Preis bis zum Verfall oberhalb der 90 bleibt, werden wir dieses Geld verdienen. So, wann beginnt jetzt aber unser Verlust? Der beginnt natürlich nicht gleich direkt an der 90, sondern an der 90 minus die erhaltene Prämie. Das ist, je nachdem, was wir von Underlying handeln, kann das eben jetzt 85 sein oder 89 oder was auch immer, kommt natürlich jetzt ein bisschen darauf an, was es für ein Underlying ist. Bei einer Aktienoption oder bei einer Future-Option wird das ein wenig anders sein. Aber diese $200 können wir ja immer behalten. Das heißt, unser sogenannter Break-Even-Punkt ist etwas links vom Strike. Sagen wir jetzt mal einfach von mir aus bei 85. So. Und das würde heißen, dass wir hier von 90 beginnend bis 85 immer noch Geld verdienen, aber man sieht das hier schon deutlich weniger, als wenn der Preis eben oberhalb der 90 wäre. Und wenn wir dann
unterhalb der 85 wären, also unser sogenannten, ich schreibe das mal hier mal her, PE heißt also Break-Even-Punkt, wenn wir am Verfallstag, das sind alles immer erstmal noch Übersichten zum Verfallstag, dann würden wir ins Minus gehen und theoretisch ist das Ganze hier unten unbegrenzt. Ja, unbegrenzt ist es nicht, könnte bis zur Null fallen, ne? Also die Aktie könnte oder das Underlying könnte bis zur Null fallen. Und das heißt also, ein P&L-Diagramm eines Short Puts würde so aussehen, von der 0 beginnend, bei 85 der Break-Even-Punkt, an der 90 ist der maximale Gewinn, den er erzielen kann, und das geht bis nach oben. Wenn wir jetzt angenommen einen Call noch dazu verkaufen, also einen Strangle machen, ne, dass wir jetzt sagen, okay, wir verkaufen einen Strangle dazu, der würde uns einen Call dazu, der würde uns angenommen auch $200 bringen, dann wäre das eben hier bei 400. So, das heißt, dann würde hier das Ganze, dann würde unser Break-Even-Punkt ein wenig nach links wandern, weil wir kriegen ja mehr Geld. Das heißt, hier bei 90 wären wir jetzt vielleicht hier und unser Break-Even-Punkt würde sich ein wenig nach links verschieben. So, und wir, angenommen, wir hätten hier noch den 110er Call verkauft. So, dann gäbe es eben auch bei 110 mit dem Call, also hier 110er Call. Und dann würde sich eben so etwas ergeben. Hier, bis dahin verdienen wir Geld. Und dann hier ist es an der Stelle wirklich unbegrenzt, weil der Preis könnte ja theoretisch, wir wissen, dass das nur Theorie ist und dass ein Preis natürlich nicht unbegrenzt ansteigt. Und dann hätte man eben so ein Diagramm. Also das ist eben hier das klassische Strangle-Diagramm. So, und wichtig ist jetzt einfach nur, dass man mal versteht, was sind diese P&Ls. Alles, was oberhalb der Nullerlinie ist, das ist also unser Gewinn am Verfallstag. An den Strikes, also hier ist der Short Put, hier ist der Short Call, zwischen diesen beiden Strikes erreichen wir am Verfallstag den Maximalgewinn. Auf der Oberseite und auf der Unterseite nimmt das dann ein wenig ab, bis wir zu den sogenannten Break-Even-Punkten kommen, also da, wo wir noch mit Null aus dem Trade herauskämen. Und unterhalb dieser Break-Even-Punkte, das heißt auf einer Preisspanne nach oben und auf einer Preisspanne nach unten, würden wir dann ins Minus kommen. Das war eine kleine Einführung in diese P&L-Diagramme. Ich weiß, wer das zum ersten Mal sieht, mag das ein wenig verwirrend sein, aber keine Angst, wir werden das also in den nächsten Videos uns noch sehr, sehr genau anschauen und auch mit Strategien unterlegen, und es ist wirklich ein sehr, sehr schönes visuelles Hilfsmittel, um da in Zukunft einige Dinge daraus machen zu können. Wir sehen uns wieder im nächsten Video, und mir ist aufgefallen, ich habe es schon lange nicht mehr gesagt und deswegen sage ich es heute an dieser Stelle mal wieder, wenn wir Optionen verkaufen, dann bitte immer daran denken, wir traden nicht für den Jackpot, sondern wir traden fürs regelmäßige Einkommen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video, bis dahin. Macht's gut, Servus, euer Jens.